sie hat man besucht und war auch in einer wahnsinnigen Vampirschiene. Ich sah dort in Augen alte Menschen, die keine Träne mehr hatten, denn sie hatten keine Familie mehr. Das Ganze hat mich so inspiriert, dass ich den Song Hiroshima gecovert hatte, weil es mir einfach so ans Herz ging. Heute geht es alles wieder okay, aber diesen August, den darf man nie in dieser Welt vergessen. Und dem Ganzen wollte ich ganz einfach einen kleinen Meilenstein legen, falls es in meiner kleinen, bescheidenen Weise möglich ist. Okay.